So, wir kommen zu unserem zweiten Kandidaten heute. Das ist die Sandra. Sandra, du hast 10 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Ja, hallo, ich bin die Sandra Tietke, bin 27 Jahre alt, komme aus Dessau, bin geboren in Braunschweig, bin Verwaltungsfachangestellte und seit einem Jahr bei der Piratenpartei Mitglied. Es war dann, nachdem ich lange überlegt habe, also ich bin in Kontakt mit Tommy aus Dessau, ist ja auch ein ganz engagierter Pirat, seit 2009, mal mehr, mal weniger. Und dann war es Frühjahr 2012 und dann habe ich gesagt, so, und jetzt machst du es fest und jetzt trittst du echt ein und Feuer frei und jetzt geht's richtig los. Und möchte auch eigentlich nie wieder austreten. Ich bin jemand, der, glaube ich, wenn er so eine Entscheidung nach einer Weile getroffen hat, die auch so bewusst trifft, dass das Bestand hat. Ja, was erzähle ich noch zu mir? Ich bin aktiv im Wahlkreis 70. Ach ja, ich bin Direktkandidat für den Wahlkreis 70 seit einem Monat. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich das auch noch mal sage. Hatte auch schon eine Aufstellungsversammlung jetzt. Wir waren bei der Podiumsdiskussion. Es war sehr spannend und interessant. Und jetzt sitze ich hier und erzähle das auch alles nochmal. Wir engagieren uns in Dessau vor allem sehr, sehr aktiv im Tagesgeschehen, was die Politik angeht. Wir sind da inzwischen auch gut aufgenommen und ich denke, das ist etwas, was ich auch gern mit bei meiner Kandidatur für einen Listenplatz mitbringen möchte, eben dieses Vernetzen und dieses mit den Leuten, dass man auch ja, das lebt, was man möchte, diese Bürgerbeteiligung, dass man zusammen aktiv ist und als Team letztendlich es in den Bundestag schafft und als Team dann auch wirklich ganz viel von unten Engagement, ja, versucht zu bewegen, also dass die Leute wieder Spaß daran haben, sich aktiv politisch zu engagieren. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ja, und eigentlich rede ich nicht so gern über mich und darum bin ich jetzt fertig mit der Vorstellung. Okay, dann kommen wir jetzt zu den 5 Standardfragen. Und die erste ist, welche Eigenschaften unterscheiden dich von den anderen Bewerbern, die dich qualifizieren, einen oberen Listenplatz zu bekommen? Ja, das mit den Listenplätzen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin der Meinung, es ist total schade, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir in Sachsen-Anhalt vielleicht ein oder zwei oder maximal drei Leute in den Bundestag bekommen, weil jeder Mensch hat so seine persönlichen Vorzüge. Jeder hat Eigenschaften, die vielleicht nicht so toll sind, aber es gibt immer irgendwas, wo jemand wirklich gut drin ist. Und mir wäre es am liebsten, wenn wir ganz viele ganz tolle Leute auf die Liste kriegen, die alle die Chance haben, zusammen als Team Wahlkampf zu machen und jeder sich mit seinen Fähigkeiten einzubringen und dann im Bundestag genauso verteilt jeder seinen Beitrag dazu leisten kann, dass wir alle zusammen super Arbeit machen. Ich persönlich jetzt, was ich sage, dass es mich dafür qualifiziert, dass ich Teil dieses Teams sein möchte, ist, ich bin jemand, ich achte ganz viel auf Vernetzung mit den Leuten, dass man sich austauscht, dass man auch einfach mal Diskussionen ein Stückchen weiterführen kann, um auch seinen Horizont vielleicht zu erweitern, auf Ideen zu kommen, die man sonst nicht hatte. Ich glaube, ich kann auch ganz gut mit Menschen und ja, ich glaube, das ist ein Teil, den ich beitragen kann. Ein weiterer Teil wäre, wie viele Sekunden habe ich noch? 1 Minute, okay, mache ich ganz schnell. Ein weiterer Teil wäre, dass ich ganz vielfältig interessiert bin. Das hat sicherlich auch Nachteile, das gebe ich zu. Aber ich möchte mich eigentlich auch in jede Richtung mitentwickeln und mit jedem Thema, wenn es möglich ist, auch beschäftigen. Also ich will nicht sagen, okay, es gibt bestimmte Gebiete, die interessieren mich, da bin ich gut. Und dann gibt es Sachen, da möchte ich auch nicht viel mit zu tun haben. Also ich finde das wichtig, dass man wirklich vielseitig, vielfältig interessiert ist, wenn man sowas vertritt. Hast du dich schon darauf vorbereitet, als Kandidat der Piraten Sachsen-Anhalt anzutreten? Und wie sieht diese Vorbereitung aus? Also es ist so, ich habe ja gesagt, ich bin in der Verwaltung tätig und bin da auch für die Betreuung eines Ausschusses zuständig. Es ist zwar nur Stadtverwaltung und es sind natürlich ist nur ein Ehrenamt, was die Stadträte dort tun, aber ich denke, das mache ich jetzt seit 1,5 Jahren, diese Betreuung, bekomme das am Rande auch immer ein bisschen mit und habe mir sicher da auch ganz viel schon mitgenommen, einfach durch den Alltag, durch die Kommunikation, durch die Vorbereitung dieser Ausschüsse. Und das ist sicher ein Punkt, wo ich ganz viel automatisch schon mitgenommen habe.
Zum anderen ist es so, dass ich aufgrund meiner Ausbildung auch Personalrecht hatte. Es ist ja so, wenn man in den Bundestag kommt, ist man auch Arbeitgeber und muss sich auch mit solchen Dingen beschäftigen, die sonst eigentlich im Alltag ja gar nicht so wichtig sind. Also ich hatte aber Personalrecht, ich kenne mich da auch ein ganz kleines bisschen mit aus. Dann bin ich ja mit den Ausschüssen, mit den vielen, die bitte nicht die Frage stellen, muss ich wie Lenny sagen, welchen Ausschuss möchtest du unbedingt, weil ich das merke, dass es einfach so ist, man ist ja dann eine Fraktion, wir sind ja ganz viele Piraten im Bundestag, die zusammen wirklich gute Politik machen und was bewegen wollen und vor allem die Bürger mit einbeziehen wollen. Und ich denke, es ist völlig egal, in welchem Ausschuss ich dann bin, weil ich mich auf jeden Fall mit diesem Team einbringen kann und dort das vertreten kann, was wir zusammen weiterbringen wollen. Nicht jeder hat nur Freunde. Und daher würde mich interessieren, wie du dafür sorgen willst, dass dich auch Leute unterstützen, denen du in der Vergangenheit auf die Füße getreten bist, beziehungsweise die du vielleicht auch mal persönlich angegriffen hast. Ja, wir sind ja letztendlich alle Menschen und es ist sicher so, ich möchte mich nicht davon freisprechen, dass es Menschen gibt, die mich vielleicht nicht so gerne mögen. Weil es auch immer eine subjektive Auffassung ist, es sind Momentaufnahmen, wenn man sich irgendwo kennenlernt. Es kann sein, dass man einfach einen schlechten Tag hat und dementsprechend ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass auch mich manche nicht mögen. Aber ich denke, man sollte immer unterscheiden. Wir wollen zusammen gute Politik machen, wir wollen zusammen was bewegen, wir wollen zusammen ganz viele Leute einbeziehen. Und da sollte es nicht darauf ankommen, dass ich irgendjemanden jetzt vielleicht nicht ganz so toll finde, sondern es sollte darauf ankommen, dass wir zusammen sachlich miteinander arbeiten. Das versuche ich immer. Ich weiß, dass das auch immer ein Geben und Nehmen ist. Das heißt, ich kann das gerne versuchen. Es muss nicht sein, dass die andere Seite dann darauf so reagiert und das auch so vertritt. Aber ich versuche dann auch immer ein Stück zurückzutreten und mir das nicht zu Herzen zu nehmen, wenn ich merke, dass jemand einfach mich vielleicht nicht ganz so gerne mag. Und ich versuche es doch immer wieder auf die sachliche Ebene zu bringen. Du möchtest ja als Sprachrohr der Piratenbasis in den Bundestag einziehen. Wie schätzt du eigentlich dein Verhältnis zur Basis ein? Ja, ich bin Teil der Basis, wir sind alle Basis. Dementsprechend glaube ich, dass ich als Teil der Basis mich tagtäglich einbringe. In einigen Regionen mehr, in anderen weniger. Wir in Dessau sind ein wirklich ganz cooles Team. Und ich muss auch sagen, hätte weder das mit der Direktkandidatur noch jetzt die Bewerbung auf den Listenplatz gemacht, wenn es nicht so wäre, weil wir nur zusammen was bewegen können. Und ich kann nicht alleine alle Plakate aufhängen und ich kann auch nicht alleine alle Themen ausarbeiten, wenn irgendwelche Termine sind. Und ja, letztendlich können wir das nur alle zusammen als Basis und ich glaube, dass ich meinen Platz da drin gefunden habe. Sowas ist auch immer variabel, das verändert sich nach den Gegebenheiten und dementsprechend, ich fühle mich gut aufgehoben in der Basis, ja. Wir haben ja die Gewissensfreiheit der Abgeordneten. Wie würdest du mit der Situation umgehen, wenn es zwischen der Basismeinung und deiner persönlichen Meinung Abweichungen gibt und du vor einer Abstimmung stehst? Also ich beschreibe mich manchmal gern als Kopf- und Bauchmensch. Ich bin ein Bauchmensch, ich kann emotional sein und ganz groß subjektiv meine persönliche Meinung vertreten, unabhängig davon, was für Argumente da eigentlich sinnvoll dahinterstehen. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass es im Bundestag nicht darum geht, dass ich subjektiv irgendwas ganz schrecklich finde, sondern es geht darum, dass wir irgendwo Fakten haben. Und jede Entscheidung hat Vor- und Nachteile. Und ich bin der Meinung, wir sollten immer auch, selbst wenn wir sagen, wir haben einen Punkt im Programm, sollte man immer offen sein, wenn jemand das kritisiert, was da dran sein könnte. Und wenn es wirklich so ist, dass es dass es objektive Punkte gibt, die gegen unseren Programmstandpunkt sprechen, würde ich das natürlich sehr breit diskutieren wollen, sehr, sehr breit streuen wollen, mir ganz viel Feedback dazu einholen wollen und würde da sicherlich, wenn ich dann absolut davon überzeugt bin, dass diese Argumente überwiegen, diese Gewissensfreiheit auch nutzen. Aber das würde ich dann auch ganz offen und transparent tun. Also ich würde nicht für mich im Kopf irgendwas entscheiden, weil ich das nicht so sehe, sondern ich würde eigentlich die Hoffnung haben, dass die Basis zusammen mit mir sich da weiterentwickelt und diese Argumente aufgreift. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen aus dem Publikum. Keiner stellt mich ein. Was verstehst du unter Kommunismus? Haha, du hast gesagt, dass das kommt, ne? Also es gibt zum Beispiel Creative Commons
Commons ist auch im Bereich, ich habe jetzt gerade echt einen Blackout. Oh Gott, können wir vielleicht den Stream kaputt machen? Nein. Also, ich dachte, es kommen keine Fachfragen. Schade. Creative Commons, so. Nein, ich habe jetzt einen kompletten Blackout. Ich bin jetzt auch ganz ehrlich, nein, ich weiß, was Creative Commons ist und ich habe ja auch schon mitgearbeitet. Ich habe auch, wir hatten auch Diskussionsrunde und ich stehe jetzt komplett auf dem Schlauch. Entschuldigung, Lenny, du hast das gut gemacht. Es tut mir jetzt gerade auch wirklich leid, das ist mir sehr unangenehm, aber es ist gerade komplett Blackout. Die nächste Frage, bitte. Aktuell politische Frage. Wir haben ja zurzeit herrscht ja zurzeit die Medien, dass wir hier in Europa, wenn du Kuh kaufst, gerne auch mal Pferd kriegst. Kommen wir mal zum Lebensmittelrecht. Wie denkst du, kann man solche Sachen vermeiden? Dass der Verbraucher durch solche Industrie halt auch betrogen wird? Also, ich habe das in letzter Zeit mitverfolgt. Ich selber esse sehr bewusst und versuche auch nicht immer völlig gedankenlos leckere Sachen in mich reinzustopfen, sondern auch bewusst zu entscheiden, dass ich nicht immer und ständig Fleisch esse. Und ich selber bin auch jemand, der sich die Zeit nimmt, sich darüber zu informieren, was ich esse. Das Problem ist aber, dass die meisten Leute nicht diese Zeit haben, ständig darüber nachzudenken, was für Inhaltsstoffe in dem Essen sein könnte. Und ich glaube, es ist einfach die Frage, dass man es dem Konsumenten leicht macht in dieser Welt und in den Supermärkten in irgendeiner Form sich leicht zu informieren und schnell zu informieren und nicht alle Inhaltsangaben lesen zu müssen. Beziehungsweise, das kommt noch dazu, ich finde es wahnsinnig schändlich, dass man sagt, man verkauft Pferd, um die Preise letztendlich für die Herstellung zu drücken. Und dann hochpreisig weiterzuverkaufen. Also dieser Hintergrund, der dahinter steht, den finde ich auch sehr erschreckend. Und ich glaube, dass man da viel transparenter mit umgehen muss. Ich weiß, es gibt diese Idee der Lebensmittelampel. Es ist meiner Meinung nach falsch angesetzt, weil es wahnsinnig runtergebrochen ist und subjektiv ist, wie sowas beschriftet wird dann, welche Kriterien man ansetzt. Ich bin sicher kein Lebensmittelexperte und Lebensmittelrecht, aber ich bin der Meinung, dass wir mit ganz viel Aufklärung, also Bildung, in der Richtung was tun können, dass die Menschen einfach bewusster Entscheidungen treffen und auch bewusster hinterfragen, was in Lebensmitteln drin ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Transparenz, dass die Unternehmen ja von sich aus schon wesentlich überlegter solche Entscheidungen treffen und sowas machen. Dann haben wir noch eine Frage aus dem Publikum. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Haben wir eine Frage aus dem Pad? Das ist auch nicht der Fall. Dann kommen wir auch bei dir zum lustigen Fragen ziehen. Bitte zieh dir eine Frage. Wie möchtest du den basisdemokratischen Ansatz der Piraten in die Öffentlichkeit bringen? Also es ist so, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe am Donnerstag einen Termin bei einer Jugendgruppe, die eine Woche Workshop gemacht haben, landespolitische Bildung. Und da gibt es ja letztendlich im Vorfeld ein Thema und es gibt auch im Vorfeld Fragen. Und diese Fragen werde ich auch heute noch auf die Mailingliste kippen, anonymisiert. Das ist auch schon abgesprochen, darum darf ich das jetzt auch so sagen. Und ich glaube, das ist was, was dann aber am Donnerstag für mich auch wichtig ist, dass ich diesen Entstehungsprozess, dass wir zusammen uns die Fragen angucken, zusammen gucken, was steht im Grundsatzprogramm, welche Beispiele kann man wählen, dass jeder sich einbringen kann, dass ich das auch nach außen trage, in dem Moment zum Beispiel bei dieser Podiumsdiskussion, dass ich immer auch erkläre, nicht nur wir haben diesen Standpunkt, sondern auch, wie ist das jetzt entstanden, was ich hier sage. Ja, das finde ich persönlich sehr wichtig. Willkommen, Pat. Nichts. Okay. Dann noch eine ziehen. Oh, ihr habt die ja süß gemacht. Darf ich mal sitzen? Sollte es deiner Meinung nach möglich sein, sein eigenes Kind selbst zu unterrichten? Oh, das ist eine interessante Frage, weil ich darüber
Ja, wie die Jungfrau zum Kinde. Es ist so, ich selber sage mal, ich bin kein Experte, was Bildungspolitik angeht, weil ich es nur in der Theorie kenne, beziehungsweise aus meiner Kindheit. Und seitdem hat sich sehr viel verändert. Ich weiß, wir waren in Halle am Stammtisch. Da war vorher AG Bildungspolitik, wo wir dann halt mit teilgenommen haben. Und daraus in den Stammtisch über und auch noch danach ist diese Frage mit Kinder selber unterrichten, beziehungsweise der Hintergrund, diese Änderung Schulpflicht, Bildungspflicht aufgekommen. Und ich fand das wahnsinnig interessant. Also jeder sollte sein Recht haben, sein Kind zu Hause unterrichten. Es ist schwierig zu beantworten. Nach den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen geht es nicht. Und wenn man diese Bedingungen ändern will, muss man nicht nur sagen, oh, wir lassen jetzt alle das machen, sondern man muss ganz klar abklären, in welcher Form sichergestellt wird, dass diese Kinder dann trotzdem diese gesellschaftliche Vielfalt, die sie so in der Schule haben, trotzdem, dass es gegeben ist, dass sie eben ganz viele verschiedene Meinungen, ganz viele verschiedene Einstellungen kennenlernen, ganz viele verschiedene Sichtweisen. Und das ist ein Punkt, da habe ich keine Antwort drauf, wie man es umsetzt, habe ich wirklich nicht. Und das ist für mich aber dieser Kritikpunkt, der sagt, okay, solange das nicht geklärt ist, kann es nicht funktionieren. Aber man darf das nicht ganz pauschal ausschließen, weil zum Beispiel die Idee, wenn jetzt abgelegen ist, die Gebiete sind immer dünner besiedelt. Das heißt, in dünn besiedelten Gebieten, wir haben jetzt aktuell das Thema mit der Schulrechtsreform, mit den Grundschulen, die geschlossen werden sollen. Und ja, da muss man Alternativen überlegen. Und ich finde teilweise Online-Unterricht, nicht komplett, zum Beispiel als ein überlegenswerter Gedanke. Und das wäre ja dann, dass die Kinder zu Hause bleiben, unabhängig davon, dass sie von Lehrern unterrichtet werden. Also man sollte offen sein. Es waren noch 5 Sekunden. Das ist die Masterzeit. Wir haben 2 Uhren? Ja, wir haben 2 Uhren. Okay. Dann darfst du noch eine Frage ziehen. Oder gibt es was? Hast du einen Lieblingsausschuss, beziehungsweise weißt du schon, was du primär machen willst als Bundestagsabgeordnete? Das habe ich ja vorhin schon kurz gesagt. Ich habe keinen Lieblingsausschuss. Ich persönlich interessiere mich sehr für Kultur. Das heißt, es wäre natürlich schön, wenn man weiter in die Richtung Kultur gehen kann, einfach weil es mir persönlich sehr am Herzen liegt und es eine Thematik ist, die ich auch tagtäglich so in meinem Alltag integriere. Allerdings, um es allgemein zu der Arbeit zu sagen, ich habe ja diesen Ausweichpunkt in der Frage, ich persönlich finde es wahnsinnig wichtig, die Arbeit so zu gestalten, dass es nach außen transparent ist, dass die Bürger jederzeit die Möglichkeit haben, auch zu wissen, sich zu informieren, was ich tue, was wir als Fraktion tun, was für Entscheidungen anstehen, was für Überlegungen anstehen, welche Diskussionen vielleicht auch geführt werden über diese Thematiken. Und ich glaube, das ist was, was vorhin dieses mit den 50% Wahlverdrossenheit und so weiter. Die Menschen werden nicht von heute auf morgen wählen gehen, wenn sie jahrelang nicht wählen, weil nur wegen irgendeinem blöden Plakat mit einem Spruch drauf. Die Menschen gehen dann wählen, wenn sie merken, dass es wichtig ist, was sie tun und dass sie sich einbringen können und dass sie einfach das Interesse wieder daran haben, weil sie mitbestimmen können. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man eigentlich jeden Tag dann auch im Auge behalten soll, dass sich alle informiert fühlen und alle daran teilnehmen können, was ich dort tue und sich einbringen können.